Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Primal Carnage. Wir zeigen euch, also besser gesagt, ich zeige euch heute nochmal ein paar Sachen in Far Cry, in Primal Carnage, was man alles so tun kann. Na komm hier. Tschüss. Dieses Mal nur eine Runde der Seite der Angreifer nochmal. Ich möchte euch nochmal ein paar Sachen zeigen. Also, wir werden eine Runde spielen und dann zeige ich euch nochmal die Sachen. Zum Beispiel jetzt hier. Ich habe mir noch ein paar Sachen gekauft. Ne? Also nur für euch. Es gibt sehr viele Sachen, die man ändern kann. Die zeige ich euch aber später. Am Ende. Nach dem Match. Ich bin schneller, nein! Ja! Ja, geil! Ey! Ja, toll! Der Superkeller! Ja, aber ich habe einen T-Rex. Ich muss sowieso noch mal Jurassic Red gucken. Hey, over here. Nein! Nein! Du Arschloch! Ja, geil. Nice Hack, Digga. Nice Hack. Nice Hack. Komm, noch mal ein Kommando. Was sind wir denn jetzt hier? Wie gesagt, ich sag noch mal später was zu den ganzen Maps und alles. Ich hoffe, die können wir noch mal später angucken irgendwie. Lol. Natürlich kriegt mich der kleine Dinosaurier wieder. Nee, der große Scheißflugsaurier, Digga. Gut, nehmen wir nochmal einen Spurensucher. Natürlich gibt es ja verschiedene Sachen. Oh oh. Alter! Das haben wir leider verloren. Oh, ich habe vergessen, schon wieder meine Dezibel-Lautstärke runter zu... Also, mein Mikrofon leiser zu stellen. Schon wieder.
hier. Komm her. Das ist kein Problem für mich. Ja, schafft er natürlich. Natürlich. Feinsteller. Was mir hier fehlt, ist Anvisieren. Großen, die denken immer, sie bekommen es hin, aber bekommen sie überhaupt nicht. So, wir spielen noch eine Minute. Oh, ich haben wir auch eigentlich alles vom Spiel soweit gesehen, was wir jetzt so sehen können. Hallo. Und dann. Get this bloody thing off me. Oh, ist mir warm. Wie viele Kugeln soll ich denn noch einknallen? Oh, Headshot! Und möchte euch nochmal zeigen, was wir jetzt hier alles Schönes haben. Ich mache ein bisschen meinen Lüfter an. Ich weiß nicht, ob man das hören kann oder so. Ich hoffe ja nicht. Das wäre scheiße, aber egal. Also es gibt hier auf jeden Fall, für einen Spurensucher gibt es drei Shotguns. Einmal eine Double Barrel Shotgun, also eine Military Shotgun und eine normale Schrotflinte. Die Military Shotgun ist, denke ich mal, die beste. Sie macht Mitte-Schaden, hat eine mittelgute Munition, Lagerung. Und ja, die anderen zwei, die erste, die macht vielleicht mehr Schaden, hat aber wenig Munition. Und die zwei macht andersrum wenig Schaden, aber viel Munition. Und Double Barrel Shotgun hat zwei Schüsse und hat weniger, macht mehr Schaden. So.
Dann gibt es hier verschiedene Sachen. Also er hat eine Fackel und einen Ball. So, dann gibt es noch verschiedene. Es gibt Haut. Es gibt Kopfkosmetik. Gibt es hier noch? Dann gibt es noch Gesichtskosmetik. Du kannst die kannst die Sachen alle ändern. Sekundäre Waffen. Gibt es Machete, Pistole oder Diegel? Und für den Wissenschaftler gibt es verschiedene Snipes. Also die kann man natürlich alle kaufen, die Skins, so. Aber die kann man auch freischalten durch Kisten. So. Verschiedene Sachen haben die hier. Die haben verschiedene Minen und alles, ne? Also, es gibt verschiedene Sachen hierfür. Hier, für den gibt es erstmal M4 oder M16. Das MG zum Beispiel jetzt hier. Und Splittergranate oder Verbandskasten hatte. Und dann... ja. Zum Beispiel den hier. Oder Gesichts hat er nichts. Ja, zum Beispiel, weil ich nichts gekauft habe. Der hat eine Leuchtpistole. Ich habe hier verschiedene Leuchtpistolen-Skins bekommen. Und ja. Hier hat er nochmal... und alles klar, okay. Und dann... hier, Kopfkosmetik. Hier, für ihn habe ich goldene gekauft. Und hier, blau und grün habe ich einmal. Dynamit hat er. Munition. Also, er kann... hier, der und der sind eher so... wie viel eigentlich? Und sollen eigentlich ja nicht viel töten. Ja. Achso. Erstmal ein Review zu den Angreifern. Mega geil. Die ganzen verschiedenen Shotguns, die es hier gibt. Und Shotguns, Waffen und Kleidung und etc. Hammer geil. Also meiner Meinung nach Menschen gut. Die gut umgesetzt. Dann haben wir einen Raptor. Hier gibt es verschiedene Sachen. Auch wieder. Kann man kaufen. Kann man alles kaufen. Man kann Halsbänder oder was auch immer kaufen. Für einen Raptor, zum Beispiel, fangen wir jetzt beim T-Rex an. T-Rex habe ich legendären zum Beispiel, habe ich mir gekauft oder bekommen. Dann habe ich hier den grünen, den wollte ich auf jeden Fall. Hier habe ich leider nichts. Ne? Sieht aber mega geil aus, finde ich. Ja, guck mal, kann man sich hier angucken. So, dann haben wir nochmal einen Spinosaurus. Den habe ich auch beim legendären Pharaonen. Ne? Auch geil. Für ihn. Habe ich ja mal den hier gekauft. Finde ich geil. Sieht nice aus. Oder den hier. Also, ich finde den anderen eher besser. Ehrlich bin. Ne? Raptoren haben wir eben gerade gesehen. Für ihn. Habe ich auch wieder Sachen gekauft. Alles paar Euros, paar Cent konnte man handeln. Das war ja das Geile. So wie bei PUBG. Ihn hier habe ich auch Sachen, auch legendär. Habe ich auch nichts. Nö. Und dann habe ich für ihn auch. Für ihn, das hier. Finde ich mega geil. Ihn. Legendärer. Gepard. Passt mega zu ihm, finde ich. Für ihn. Ja. Sieht auch mega aus, muss ich sagen. Und der ihn. Sieht auch gefährlich aus, ey. Im Kano habe ich eigentlich auch so. Hier, das ist der Kano. Den haben eigentlich fast jeder gehabt. Den hat auch fast jeder. Also wie gesagt, ist häufig. Und den auch. Aber ich finde den eigentlich ganz nice. Mein Review zum Dinosauriern, dass man die Farbe und auch Kosmetik und alles ändern kann. Mega geil. Geile Idee. Schade, dass das nicht so oft auf dem PC oder so gespielt wird. Ich denke mal, auf der PS4 ist das anders. PS4-Spiel, das gibt es auch für die PS4. Und ja, hier kann man nochmal alle meine Sachen sehen. Oder allgemein die Sachen, die man hat. Könnt ihr alle Pause machen, wenn ihr wollt. Ich muss meinen Zeitplan einhalten. Leider. Entschuldigung, das ist im Moment gerade knapp heute.
Aber ich wollte euch auf jeden Fall das zeigen. Hier kann man das gucken, was hier drin ist. Also zum Beispiel hier kann ich jetzt nicht öffnen, weil man einen Schlüssel braucht. Man kann aber Sachen eben halt kaufen. Man kann hier mal in den Store gehen, zum Beispiel das hier. Ich weiß nicht, wo man das kaufen kann, aber das hier zum Beispiel nachts abbrechen. Es gibt... Okay, also der Store ist immer noch verbuggt. Aber man kann... Ich weiß nicht, das sieht er jetzt nicht. Aber zum Beispiel, das sieht auf jeden Fall Hammer aus, also was es hier ist, ne? Aber wie gesagt, alles nur ein paar Euros und für das Spiel 13 Euro oder 14 Euro oder so um den Dreh. 10 bis 15 Euro, mehr nicht. Hammer. Empfehle ich euch wärmstens an. Es ist geil. Und, ja. Wenn ihr eben halt dann nochmal ein Völkchen wollt oder so, ne? Dann, sagt auf jeden Fall Bescheid. Und dann gibt es auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal ein Völkchen. Weil erstmal gehen wir dann weiter zum Spiel. Und das nächste Spiel wird Far Cry 5 sein. Und, eine Sache muss ich noch dazu sagen. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Wir werden aber die ganze Map einmal vielleicht überfliegen oder durchfahren. Und, ja. Das Bild jetzt hier auch, das sieht geil aus und dass es hier Challenges gibt und einen Markt, den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich wollte allgemein mal selber nochmal nachgucken. Vielleicht gibt es immer was Geiles. Aber es gibt paar, das sind paar Euro, ist klar, gibt es Sachen für 60 Euro oder so, ne? Das, ist ja immer so. Aber es gibt legendäre Sachen, zum Beispiel ganz billig eigentlich. Aber natürlich auch ganz teuer. Das ist natürlich klar. Also hier sind legendäre Sachen für 30, 60 Euro. Muss ich jetzt noch nicht haben. Wäre geil, aber brauche ich nicht. Wir sind Rang 5, also wir haben es eigentlich schon länger gespielt und ich weiß nicht, egal. Mein Review dazu, hammer geiles Spiel. Wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen, habe ich auch schon mal gesagt. Ghost wird nicht dabei sein und einmal kurze Sache nochmal zum ganzen Projekt, zum Angespiel. Wir werden zocken und, also Spiele zocken natürlich, habe ich ja schon gesagt. Wir werden... Ich werde vielleicht mal ein, zwei Leute mal dazu holen, wenn sie Bock haben oder wenn ich sie frage dazu oder wenn ich Lust habe. Zum Beispiel jetzt Beispiel bei Iron 3 werden ein, zwei oder einer auf jeden Fall dabei sein. Und ja. Und das ist eher jetzt im Moment mein Projekt angespielt, angezockt. Eher gesagt angezockt. Und dann, ja, schauen wir jetzt. Es gibt keine regelmäßigen Let's Plays. Also, ich meine jetzt so wie Rainbow Six Siege alle zwei Tage oder was weiß ich, Arma 3 alle zwei Tage eben halt abwechselnd jetzt. Das wird jetzt nur mit angespielt. Also, Projekt läuft nur angespielt. Anderen sind erstmal pausiert. Also, Rainbow Six Siege ist pausiert. Was war noch pausiert? Ja, Rainbow Six Siege eigentlich jetzt im Moment, haben wir ja nur gezockt, ist pausiert und ja, das ist jetzt so mein Let's Play. Ich hoffe, euch hat diese ersten zwei Folgen gefallen und wir sehen uns dann im Spiel von Far Cry 5. Ciao.